Bullseye. Ansonsten. Guck mal einfach. So, Rosenfelder. Höchstes Angebot: 103 Mio von Inter. Also konnte man auch mit 115. Einfach mal gucken. Bei Man United und Chelsea. Und, na gut, PSG ist eigentlich raus. Die starten mal 56. Ich glaube, so hoch werden sie nicht gehen. So, Maitland-Niles haben wir ein Angebot von 26,5. Wir konnten die 30. Bam. Bam. Inter ist 33 das höchste Angebot. Gucken, ob wir auf 36 kommen. Auch von zwei Vereinen. Würde mir erstmal reichen. So, Laie, Nasrullah, Leihgebühr 15 Mio. Ja, ne? Ist okay. Einfach mal 15 Mio, nur weil wir einen Spieler verliehen haben. So, Niedermeyer ist mir eigentlich egal. Ist auch das einzige Angebot von Pauli. Können wir so machen. Hier auch. Bei den, ich sag mal in Anführungszeichen, Schwächeren ist es mir nicht ganz so wichtig. Kommt mir auf den Euro hin oder her nicht an. Itter ist einmal gescheitert. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil das wirklich einer der Hohen ist wahrscheinlich. Nee. Martina steht jetzt nicht mit zum Verkauf gerade eigentlich. Sarri eigentlich. Doch, Sarri ist zur Laie, ne? Aber der wird zu Ding gehen. Sehr wahrscheinlich zu Austria. Feyenoord ist ausgeschieden. Okay, das heißt, wir haben nur noch, wir müssen drauf gucken, bei Itter ist nur noch mal Same Rennen an Hochbietenden gerade. Paul Wanner. Haben wir 153 auf dem Tisch von City. Also konnte man mit 175. So, da sind nur 103. Was haben wir gekontert? 115, ne? Ist noch keiner ausgestiegen. Wir versuchen es einfach mal. Flecken haben wir 31,5 auf dem Tisch liegen. Würde ich tendenziell wahrscheinlich sogar annehmen. Machen wir 27,5. Hoffen, dass sie ein bisschen was drauflegen und fertig. Auch da versuchen wir den 36, da sind wir nicht so weit weg. Können wir noch kriegen. 5,25 für Makandala, sehr schön. Ein bisschen Sturm Graz verstärken. Lienhardt können sie haben für 9. Safe Call. Ich sehe schon, wir verstärken hier nur Austria und Sturm Graz. So, ein bisschen Auge drauf halten, wenn Top-Spieler zu teuer werden, aber auch da kein abgebrochen. Das heißt, weder Wanne, noch Rosenfelder, noch Itter. Sit me here next to Britney Spears. Gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen was rauskitzeln können. Rosenfelder haben wir 115 gekontert. Gucken wir auch hier, bisher ist noch keiner ausgestiegen. Flecken haben wir 31,5 auf dem Tisch liegen. Gucken wir vielleicht, ob wir die 33 noch schaffen mit Lyon. Gucken wir einfach mal. Da sind wir quasi fast in der Einigung bei Itte, waren es 33. Gucken wir auch hier nochmal die 36, auch wenn wir da ein bisschen von weg sind. I just been the best thing, but not quite me. Yeah. Seebach hat 3,7 Leihgebühr, sehr schön. Auch die Leihgebühren da sind ordentlicher Boost, ne? Wenn man jetzt schon 25 Mio an Leihgebühren kassiert, glaube ich. Sollte man nicht unterschätzen. So, der akzeptiert, das ist ja schon mal okay. El Mouhouti ist verärgert. Naja, was soll ich machen? Aber damit ist Güldrin schon mal weg, sehr schön. Der wird ausgeliehen, Niedermeyer ist auch weg. Und keiner bisher abgebrochen weiterhin. Auch das ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr nice. So, in der ersten ist schon nur noch zwei Spieler zu viel. Da nimmt es langsam Form an. Wann ist einer davon? Und Flecken, glaube ich. Und Itter, was? Weiß gar nicht, haben wir da eine volle. Müssen wir gleich mal gucken. Nicht, dass wir uns da irgendwo verplanen. Gut, Chelsea, ne? Unai Simon hat man gesehen, das war ja schon Ende letzte Saison, da kommen die ganzen Transfers nochmal. Da fordern wir weiter. Chelsea schon bei 105. Da kommen die 500.000, kriegen wir noch, bin ich mir fast sicher. Oha. Aber null individuelle Fähigkeiten und Teamwork. Digga, was ist denn da los? Was ist denn da los in dem Land? Oder in der Stadt oder wie auch immer.
Wenn es wenigstens dann noch Geld dafür gibt, ist er schon mal okay. Okay, einer hat abgelehnt. Der Jugendspieler, also okay. War's denn? Daniel, Dennis Gars. ZM wäre es schöner gewesen, wenn es der LV gewesen wäre, weil den hätte man potenziell wirklich noch einen direkten Vertrag anbieten können. Aber gut. Aber gut, machst du nichts. Sind wir schon bei 160, wa? Kommen die 500.000 gehen auch noch, dann hätten wir Flecken und Itter vielleicht los. Dann fahren wir noch, nee, Maitland ist quasi auch durch. Rosenfelder und Wannes sind die Antimanen, die wirklich noch offen stehen. Wir lassen Wannes schon draußen dann direkt. Spielen Schiefer, nee, Schneckern und Dessauer. Ja, da ist noch ein bisschen, da ist noch Geld drin. Lienhardt ist weg für 9, 36 für Itter, sehr schön. Ist der schon mal weg. Auch da wieder Geld kassiert. Zack, nochmal 40 Mio. Was wird denn jetzt wirklich Richtung Trainingszentrum und Stadion gehen, glaube ich. Das sind so die zwei Sachen. Der Rest ist ja nahezu voll ausgebaut. Und dann ist, ja, dann ist fast Geld horten, ehrlich gesagt, ne? Sag ich, wie es ist. Dann geht es wirklich fast ans Geld horten, weil ist gar nicht mehr so viel, was ausbaut. Oder halt vielleicht noch ein paar Jugendcamps reinschauen. Machen wir dieses Jahr, glaube ich. Nee, ich glaube, wir machen dieses Jahr mal keine. Wir haben noch 5 oder so, die dazukommen. Wir warten mal, bis die fertig sind. Vielleicht bauen wir dann nächstes Jahr wieder ein paar Jugendcamps. Bisher haben wir einen einzigen Siemer aus allen Jugendcamps bekommen, ne? Also bis jetzt ist der Erfolg so lala bei den Jugendcamps. Was aber auch zu erwarten ist, ne? Also das ist ja das, was ich immer sage. So letztendlich ist ein Jugendcamp, ja, ich will nicht sagen Geldverschwendung, ne? Aber ja. Okay, also wir haben jetzt aktuell die perfekte Anzahl. Also sind 22 Spieler in der zweiten, aber Maitland Knights kommt auf jeden Fall. Rosenfelder, Flecken. Das heißt, es sind 3 offene Spots in der zweiten, das definitiv. Deswegen würden auf jeden Fall er spielen und er spielen. Ruby. Aber die können wir dann mit Jugendspielern füllen. Oder wir lassen sie halt offen und dann sollen sie sich die Jugendspieler aus der Jugend hochziehen, wie sie halt gerade gebraucht werden. Chelsea ist kurz davor, unseren nächsten Verteidiger zu kaufen, ne? Aber irgendwo hat man doch quasi schon eine Einigung mit Flecken, oder? Lina hat, glaube ich, nicht so mega viel gespielt. 200 Spiele, es sind schon einige. 10 Jahre? Ja, okay. Itter? Nee, sorry, das reicht nicht. Nicht für die Ruhmeshalle. Ich glaube, Maitland Niles ist weg. Yes. Maitland Niles ist weg, 27,5, 4% gehen an Maitland Niles, also okay. Ah, wieder Geld. Sehr schön. 172 haben wir, kriegen 175 für Wanne. Let's go. City hat angenommen. Dann können wir auch gleich mal gucken, ob es neue Zehner gibt. Also, abgesehen vom Lucky, ne? Natürlich. So, dann wird es mich hier schon mal langsam dünn. Rosenfelder und Flecken sind noch da. Die werden aber auch noch gehen. Hier in der ersten geht nur noch Wanner, glaube ich. Stimmt, dann haben wir noch Atubolu und Makengo sind dann die einzigen, in Anführungszeichen, echten, die wir dann noch haben. Real names, no gimmicks. Dann müssen wir da auch mal den Anweisungen und so gucken, dass wir das so einstellen mit muss spielen und so weiter, dass die dann auch spielen. Also dass Atubolu und Makengo jetzt nicht gerade erste Wahl sind. So, gegen Cluj. Hausine macht das 1 in der ersten Minute. Let's go. 2, 3, 4. Jawollo. So muss das. Die sind gar nicht so schlecht mit 730, ne? Muss man auch sagen. Zweite Halbzeit nämlich kein Tor mehr. 4 Tore. Hausino mit einem Toten, 3 Vorlagen. Amendiakos, Schneckerl und Seltzer machen die anderen Buden. Ah, das war ein Zeitungsartikel, wa? Das war ein Zeitungsartikel. Ah, ah, ah.
ganz ehrlich, so wie wir aussortieren, ich habe nicht vor, um den Titel nochmal zu spielen. Wir haben letzte Saison Meisterschaft und Pokal gewonnen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel, das dieses Jahr wieder zu tun. Markus, was ist los? Wieso? Ach komm, Markus. Manchmal muss man das halt machen. Also kein Grund, direkt sauer zu werden. Timo Werner zu Manchester United. Dann gleich mal gucken, was wir an Vereinslosenspielern haben. Und an Zehnern, ne? Maitland-Niles zu Shandong. Gut, das wissen wir. Timo Werner zu Man United. Wahrscheinlich der größte Transfer. Ja, da zieht der Sturm wieder auf. Du sagst, ihr wisst es. Stefan Leiner zum Sturm Graz. Oha, Sturm Graz legt nach, ne? Sturm Graz legt zu. Und dann Zehner. Leiner. Makandala. Sturm Graz zeigt Salzburg mal den Krieg an nächste Saison, glaube ich. Donny van de Beek zu Eindhoven. Karim Rekik zu Celtic. Zurück zu Celtic. Bittencourt zu Klagenfurt. Rapid Gruder, Austria und Lienhardt, also die österreichische Liga. Upt your game. Für nächste Saison, ich sehe schon. Ich habe einen Torwart, ich habe nur keinen zweiten Torwart in der zweiten. Ein Torwart haben wir drin. Wir haben nur keinen zweiten Keeper. Jetzt ist Luca genervt. Oh, Luca. 115 für Rosenfelder. Flecken ist weg, Rosenfelder ist weg, Maitland-Niles ist weg, es ist nur noch Wanne offen. Es ist nur noch Wanne offen. Und dann sind wir auf 600 Mio. Der ist verletzt. Okay, wir haben einen Keeper, aber der ist verletzt. Aber der ist morgen wieder fit. Aber ja, muss wohl gucken, was wir dann machen. Ich will eigentlich Kaya nicht unbedingt hochziehen, wobei der nicht so krass ist. Weiß ich noch nicht, muss ich mir mal überlegen. Eventuell ziehen wir Kaya hoch, dass wir ein Backup haben. Wobei die sich auch einfach Kaya aus der Jugend holen können nochmal. Ich hoffe, die tun das auch, ne? Meint ihr, die holen den zuverlässig hoch aus der zweiten, wenn sie einen Keeper brauchen? Ich meine, letztendlich werden wir es sehen, ne? Wenn wir sehen, dass der zurück in die Jugend gesetzt wird. Aber wenn ja, würde ich ihn tendenziell eher in die Jugend lassen, sodass sie sich dann einfach nur hochholen sollen, wenn sie ihn brauchen. Wenn wirklich im Spiel was wäre, dann ist halt Pech, I guess. Den jetzt nicht unbedingt aus der Jugend rausziehen will. Und, nur damit er dann in der zweiten eigentlich nicht spielt. La, 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 la. Wie kann Bremen mit den Jugendpokal gewinnen, Digga? Ach, weil wir nicht mitgespielt haben. Ach so, dann. Ja, wir waren Erster und Zweiter in den A- und B-Jugend, also, ne? Dass die uns nicht mitspielen lassen, ist mir schon klar. So, Kiel ist wieder fit. Sehr schön. So, Makengo wird nämlich aufgestellt, das ist schon mal nicht gut. Ich mach mal den hier. Guck mal, was der Typ jetzt aufstellt. Stellt Luca auf, er stellt Charabi auf. Gut, dann machen wir. Stangl muss aufgestellt werden. Und bei Schneckerl wahrscheinlich. Weil er wahrscheinlich Schiefer bevorzugen wird, I guess. Machen wir bei den beiden. Huch, der ist LV, Zweiter. Dann sollten wir, denke ich, hinkommen. Gestern spielt er nämlich jetzt Wanne. Aber sobald er dann weg ist, sollte er automatisch Dissauer aufstellen. Ich glaube, damit fahren wir dann ganz gut. Sind trotzdem bei 8,72, ne? Und trotzdem noch bei 8,72. In a bag. Und die nächsten drei Tage werden einfach drei Gebäude fertig. Super. Finally, Samuel Lilly out of my cage. 2 für Armin Jakos, Hausino mit einem Tor und 2 Vorlagen. Die beiden zerreißen einfach alles. So, die Straßenbahn ist fertig. Mit ihr ausbauen? Könnte ich. Hilft mir das jetzt aktuell was? Nee, ist einfach nur notwendig irgendwann. Ne? Helfen tut's mir nichts.
So, das kann ich jetzt noch nicht ausbauen. Das kann ich noch nicht ausbauen, weil man da auf so eins muss ich warten müssen. Das ist voll, 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 das ist voll. Mal wirklich Medienzentrum? Ja, dann halt Stadion, ne? Ja, ich weiß, ich könnte auch einfach ein neues Stadion bauen, aber ich mache das gerne einfach über das Dingsi. Got sunshine in a bag. So, damit steht die erste. So läuft die zweite, die erste darf auf. Sehr, sehr nice. Gut, in der zweiten fehlt jetzt theoretisch ein Torwart, ein LV. Und ein IV. So, verteilen wir nochmal die Positionen, sodass die hoffentlich auch richtig aufgestellt werden. Denn ich glaube, aktuell spielen wir mit zwei RVs und keinem LV. Also so stellt er aktuell auf, glaube ich. So, gibt es irgendwen, der unbedingt spielen sollte, der nicht aufgestellt wird? Eigentlich nicht, ne? Ich glaube, es ist okay so. Es ist okay so. Del Mondo spielt, Braun spielt, der ist gut. Rautenberg spielt. Die zweite wird auf jeden Fall nicht so gut in der dritten Liga absteigen wie letzten Jahre, glaube ich. Torwart, LV, IV haben wir gesagt, ne? Aber dann in der zweiten, in der Jugend, was jetzt noch keinen Vertrag hat, der hat einen Vertrag. Wir könnten theoretisch den IV hochholen, hat halt nur 54. Das wird halt nichts werden, ne? Das ist halt das Ding. Wir können den Torwart hochholen. Und auch der IV wird nichts werden. Ich glaube, wir lassen das erstmal so in der zweiten. Die sollen sich aus der Jugendspieler hochholen, wie sie es brauchen. Und wenn sie was anbietet, dann können wir da immer noch quasi dauerhaft aufstocken. Auch noch. So der Plan, denke ich. Stehen wir ganz gut da. Wanne ist jetzt auch weg. Das Notebook kann weg. Wanne war zwar nicht super lang da, aber hat trotzdem 119 Spiele gemacht. Darf in die Ruhmeshalle. Als teuerster Transfer der Vereinsgeschichte, ne? Können wir das machen? Bauen wir hier noch die Mietskaserne aus. Einfach für ein bisschen Nebengewinn. Ne? Einfach nur. Pff, letztendlich kompensieren wir damit das Vereinsmuseum, I guess. Viel mehr passiert da nicht. Jetzt kamen. Und dann sind wir, glaube ich, ready für die nächste Saison. Mit super vielen Jugendspielern. Die sich gerne noch nach einem neuen Besitzer umsuchen. Umschauen. So, Museum ist auf 3, das heißt, wir können jetzt hier wieder ausbauen. Sehr schön. Na, dazu. Das nur so am Rande. Del Monte macht direkt zwei Buden. Sehr, sehr schön. Wanne zu City, Ansu Fati auch zu. Ach du Scheiße. City mal kurz 300 Millionen auf den Tisch gelegt. Ansu Fati und Wanne. Alles klar. Eintracht holt Gronbeck ablösefrei. Not bad. Not bad, not bad. Wir haben jetzt immer noch nicht geguckt, wer ablösefrei ist jetzt noch. Und wer vielleicht ein Zehner geworden ist. City hat sich auf jeden Fall mal ein bisschen Geld gegönnt, wa? Also ein bisschen Geld ausgeben gegönnt. Haraldsson ist halt echt ohne Verein, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. So, 10 haben wir jetzt Mbappe, Jorginho, Haaland, Moukoko, Armendjakos und Nasrullah. Vereinslos. Hakon Arna Haraldsson ist vereinslos. 24, 9er, 91er OM und Leipzig hat es nicht auf die Kette bekommen, den zu verlängern. Bruno Fernandes, Emiliano Martinez, Gerard Deulofeu, Trigueiros, Miller, Blanco, Fernand Mendy, Leiva, Thomas Lemar, Popega, Savanier, Fabian, Renato Sanchez, ach du Kacke. Christian Eriksen. Einfach mal kurz hier so ein zentraler Neuner. Ukrainer 55 Mio. Ach du Kacke, Digga. Ach du Kacke. Was da an Geld rumläuft.
Hier haben alle mindestens 20 Millionen Marktwert. Absolut wild. Kann man sich einen guten Verein mit zusammenstellen, glaube ich. Kauf am Griff für Köberer. Nee. Ich habe nicht vor, noch irgendwen zu verkaufen, glaube ich. Nicht, dass ich wüsste. So, wurde die restockt? Nee. Einfach Trainingslager mit 12 Spielern. Sehr schön, sehr schön. Mit 12 Spielern mal kurz ins Trainingslager gefahren. Für irgendwie 120.000 oder so. Naja, wenn man es hat, ne? Wenn man 600 Mio auf dem Konto hat, kann man das mal machen. When the roof comes off. Ja, die halbe Mannschaft soll sich bei Kopffällen verbessern. Sehr schön. Till the bone collapse. So. Ja. Letzte Freundschaftsspiel und dann geht's in die Pflichtspiele rein. Mit jetzt einer kompletten generierten Elf. Atubolo und Makengo sind die beiden letzten, glaube ich, ne? Ja. Die beiden letzten. Die letzten Mohikaner quasi. Die werden dann wahrscheinlich, boah, weiß ich nicht, wahrscheinlich nächste Saison oder so. Je nachdem, Torwart kommt ein bisschen drauf an, was nachkommt, ne? Makengo ist jetzt nicht so das Ding. IV kriegen wir schon hin. Das ist ja nur ein vierter IV letztendlich, den wir bräuchten. Klar, Makengo ist jetzt eher dritter. Aber in der Akkusivierung haben wir zwei Buden, ne? Wollte ich mir kurz gesagt haben. Aber tendenziell brauchen wir halt eher einen Keeper, der sich halt auch lohnt. Vielleicht auch wirklich einen ersten. Also kein Ding damit, wenn Charabi dann auf die 2 rückt. Aber so krass ist er nicht. Und er ist halt schnell zufrieden. Das einzige Gute ist, dass er auch eine Frohnatur wenigstens ist. Und damit noch ein bisschen Vorteil für die Mannschaft bringt. Chris Stock, der ist er vom Platz geflogen gegen uns? Oder City vor allem wieder? 132, da kannst du dir nicht ausdenken. Was ist denn mit City los, Alter? Also ich weiß, wer das meiste Geld ausgegeben hat, diese Transferperiode. Noch 454. Matty Cash ablösefrei noch? Ach du Kacke. Charlie Savage zu Celtic. MT. MT geht zu Olympiakos Piraeus. Bei Ravi zu Schalke. Gerard Delefeo zu Seattle. Firmino zu Jeonbuk geht nach China. Haber geht zu Huddersfield. Und wir gehen gleich ins erste Pflichtspiel und könnten theoretisch dann die erste Trophäe der Saison uns gönnen. Aber gegen Bayern natürlich tricky. Tricky. Trainingszentrum auf 27. Ist immer, für 27 Minuten. Ist immer noch nicht Max. Trainingszentrum dauert es 130 Tage. Digga, wie weit geht denn das Trainingszentrum? Da steht nicht irgendwo die Max-Stufe, ne? Also wahrscheinlich. Nee. Wahrscheinlich, also ja gut, das kann man safe googeln, aber ne? Guck schon mal, wie weit das geht. Wild. Aber wir scheinen ganz gut zu spielen in der zweiten Mannschaft. Ich glaube, wir haben die meisten Spiele gewonnen. Wäre natürlich noch geiler, wenn die dann noch wirklich gut spielen. 22. Spoiler. Nee, aber alles gut. Gut, aber dann haben wir es ja fast geschafft. Dann haben wir vielleicht bis zum Ende der Saison dann das Trainingszentrum auch noch voll. Nee, wir spielen Charabi. Safe Call. Ja, aber wenn die zweite jetzt trotzdem noch eine geile Saison spielt, was bisher aussieht, ne? 3 Spiele, 3 Siege. Dann ist natürlich schön, weil die Spiele sich dann gut entwickeln, ne? 180 Tage, ja, das schaffen wir, glaube ich. Jetzt 130 und dann nochmal 180. 130 sind wir dann bei, weiß ich nicht, November oder so, I guess. Dann sind wir irgendwie im März oder so durch. In Ordnung. Das ist doch in Ordnung.
Das Einzige, dass ich jetzt das Jarabi ein bisschen durchsetzen muss im Tor. When the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone. Ja, dann gehen wir gegen die Bayern rein, I guess, wa? Das war ein bisschen angeschlagen, aber gut, wir haben danach ein bisschen Zeit. Ich erwarte jetzt nicht super viel im Supercup, ganz ehrlich. Haha, super viel im Supercup, ne? Haha, hihi. Aber, keine Ahnung, vielleicht können wir sowas reißen. Ja, nee. Das ist ein guter Start. Gnabry mit dem 1-0. Also, wir hätten auch in der ersten Minute zurückliegen können, wa? Wir haben immerhin eine Minute haben wir durchgehalten. Haben es in der zweiten getroffen. In my mind. Glasparade. Ja, komplett neu von mir, das ist ein bisschen übertrieben, aber ja, es sind einige neue Stangel. Meier, Charabi und Schneckerl sind neu in der Startelf, ja. Also 4 oder 5 Spieler. Und so schlecht schlagen wir. Es steht ja bisher nur 1-0, ne? Es war so klar, es war so klar, also so klar, ich wollte es schon sagen, aber so schnell hätte ich es gar nicht aussprechen können, dass wir ein Tor kassieren, als ich diesen Satz ausgesprochen habe. Offensichtlich hätte es einfach nicht sein können. Schaffen wir zumindest ein Tor, Armeniakos, Ausinho, irgendwer, möchten wir? 3 gelbe Karten für Bayern? Vielleicht ein Tor für uns? Nee. 2-0 gegen Bayern, ist okay. Kein Stress. Aber, ne, hier, Charabi, Man of the Match mit 3,5. Hatte zwischenzeitlich 1,9. 1,0, nicht 1,9. Matschinko macht 2 Buden gegen Rot-Weiß Oberhausen. Wieder ein Sieg für die zweite. Absolute Maschinen. Vielleicht schlägt sie die zweite doch besser, als ich erwartet hatte. So, weiter geht's. Joao zu West Ham für 44,5 von Estoril. Kieran Ross zu Tottenham. Houston City mit dem nächsten Top-Einkauf, ha? Huh? Ja, Chaloba aus der zweiten von Gladbach zu Marmelodi. Klingt wie ein Fernsehsender für Kinder. Real Oviedo holt sich Eric Bailly. Interesting. Bin ich mal gespannt, wo Haraldsson hingeht. Wahrscheinlich auch zu City oder geht zu Dortmund. Weil irgendwie Dortmund so eine Tendenz hat, sich gute, ablösefreie Spieler zu holen, so wie Ødegaard zum Beispiel. Schwabe in Augsburg. So, machen wir wieder Fanartikelverkauf, solange wir können. Und sobald das durch ist, gehen wir auf dem Slot dann auf die Fanartikelproduktion, ne? Haben wir jetzt ein bisschen Geld, um wieder zu bauen. Wir bauen uns jetzt einfach ein ganzes neues Stadionumfeld quasi aus Paul Wanner. Sehr schön. Dauerkartenverkauf? 13.000. Ist okay, I guess. Weiß ich nicht. Müssen wir vielleicht mal einen Vergleich zu den anderen Mannschaften sehen, wenn dann im Loading Screen, also im Dingsi Wochen Dings Bildschirm mal gucken, wie wir da so im Vergleich zu anderen Bundesligamannschaften stehen. Wo wir so in der Tabelle der Dauerkartenverkäufe stehen. Wahrscheinlich nichts gerade so krass bei, aber das Krasseste war, glaube ich, was ich gesehen habe, war Schalke mit 50.000 oder so. Weil über die Hälfte des Stadions allein mit Dauerkarten gefüllt sind. Absolut bescheuert. So, Ausinho, du hast gerade 50 Millionen Marktwert verloren. Mach doch mal einen Hattrick. Wir haben immer noch keinen Lupenrein, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Wir haben immer noch keinen Lupenrein-Hattrick im Pflichtspiel. Aber Hosino hat für Deutschland schon eingemacht, immerhin. Ende dieses Jahres dann auch wieder, oder nach der Saison wieder ein internationales Turnier. Auch wieder eine Chance für Hosino, weiß nicht, Spieler des Turniers zu werden. Egal, warte mal. Entschuldigung bitte. Können wir nicht? Wir sind Pokalsieger, ne? Wir verteidigen gerade unseren Pokal. Also tun wir gerade nicht, aber hallo? Nicht schon wieder. Come on.
Oh Mann. Don't do this. Ja gut, so wie zum Pokal, ne? Ja. Na gut, hier Doppelbelastung ist aber auch übertrieben, ne? Deshalb sind wir gleich mal, ne? Haben wir gedacht, nee, machen wir nicht mit. Mainz 7, oha, Pepe, einfach 6 Buden gegen Waldhof Mannheim. Tschüss. Die letzten beiden Saisons, glaube ich, beide mal 6 Mannschaften aus 5 jetzt. Hannover, Augsburg, Hertha, Stuttgart. Eieiei. Also, DFB-Pokal ist wild. DFB-Pokal ist wildes Territory. Wir hatten auch 2 Zweitligisten im Halbfinale letztes Jahr. Hat zwar beide verloren, aber, ne, immer im Halbfinale. Na gut. Man muss ja nicht in jedem Pokal mitspielen, ne? Man kann ja auch mal DFB-Pokal mal eine Stunde aussetzen. Koundé zu Liverpool. Damit auch nicht nur City Geld ausgibt in England. 82. Popega geht zu Arsenal. Ablösefrei. Popega ist ein super Get. Ich weiß nicht, der Markus kann es vielleicht bestätigen vom AC Mailand. Also ich glaube, ablösefrei kann man mit Popega nichts falsch machen. Ich glaube, ich habe den damals dann auch für 40 Meter. War ein super Backup. Das war irgendwie einer, der hat fast nie gespielt. Aber, ja. Irgendwie hat er sich trotzdem gut gemacht. Oder Verletzungsliste? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Der hat irgendwie nie gespielt. Also irgendwie hat er nur 2. gespielt, aber ist trotzdem super gewesen. Pearl Manning zu Stadren. Gerard Moreno zu Bristol. Lacroix zu Gladbach. Für 40. Stadion ist durch, sehr schön, Stadion weiter, 1,37, let's go. Das auch immer aussetzen, ne? Ja, unser Captain hat sich verbessert, ne? Hausinho ist das Captain anscheinend. Hausinho ist jetzt der Super-Captain. Ich glaube, da muss aber noch was gehen, wa? Dissau um 10 mal die Moral geboostet. Sehr, sehr schön. So, Spielgespräch machen wir natürlich trotzdem, auch wenn wir Länderspielpause haben. Wo haben wir Länderspielpause? Hatten wir eine E-Mail? Internationale Nominierungen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt. Ja, wobei, nee, das ist einfach nur vor der Saison. Ich glaube, das ist gar keine Länderspielpause. Das ist einfach nur eine Woche Pause. Ich weiß gar nicht, was ist denn hier? Ist in der Pause was? Quali, maybe? Also so. Champions League Quali oder so? Oder maybe der andere Supercup? Könnte noch sein, dass der andere Supercup da ist, dass deshalb Pause ist. Ja, Captain lässt halt jetzt ein bisschen zu wünschen übrig, ne? Was heißt zu wünschen, aber, ne? Ist halt, ne? Ja. Hausinho mit 5, Luca mit 5, Bischof mit 5, Elmohuti mit 5. Hausinho ist der Beste. Ja gut, weil Rosenfelder natürlich gegangen ist, ne? Hausinho macht jetzt alles. Alles klar. Okay. Huch. Waiting for... Erster Spieltag gegen Hannover. Zweite gewinnt weiterhin. Ich glaube, die Zweite hat noch kein Spiel verloren. Noch kein Spiel nicht gewonnen, eher. Noch sogar. So, Scamacca zum AS Rom. Renato Sanchez geht zu Olympiakos Piraeus. Der nächste Spieler. Ich meine, gut, es waren ja sehr viele, die wirklich ordentliche Spieler waren. Leandro Morgalla von 60 zu Wolfsburg für 43,5. Piraeus, der anscheinend doch irgendwie bei Bielefeld geblieben ist. Keiner hat die Klausel gezogen. Geht zu Turin für 3,5. Irgendwer, keiner hat die Klausel gezogen. Eieiei. Ja, super. Danke dafür. Danke für gar nichts. Auf- und Abwertung gehabt. Das war's. Tschüss. Okay. Die B gewinnt gegen Dortmund. Sehr, sehr nice. 2 Niederlagen. Was waren denn 2? Achso, ja, Supercup und DFB-Pokal, ne? Uff. Aber bester Torschütze, Armendiakos. So, wir sind die Jüngsten. Ein Altersschnitt von 20,7. Okay. Kann man mal machen. Ich frage mich, wer in England die negativste Bilanz hat.
Oh, was? City. City einfach. Ah, wild. Absolut wild. In der dritten sind wir auch die Jüngsten, aber auch die Besten. Und haben den höchsten Marktwert, trotz alledem. Krass. Aber minus 454 Mio. Kann man mal machen. Wir werden als Siebter prognostiziert. Da bin ich mal gespannt. Also, wäre fein für mich, ne? Wir können gerne noch Conference League, Euro League erstmal holen, bevor wir die Champions League holen. Kein Ding. Ich rechne mir jetzt auch nicht gerade super Chancen aus, die Champions League zu gewinnen, ne? Sei wie es ist. Sag ich euch, wie es ist. So, die Jugend können wir ausmisten. Die Jugend hat es auch mit der Liga angefangen, I guess. So, haben wir da 9 dabei? Ich glaube nicht. Ich glaube, 6 Spiele hatten wir vorher auch schon. Aber noch ist die Transferperiode offen, ne? Noch kann der City auch noch was holen. Noch können sie weiter Geld ausgeben. Ich meine, könnten wir auch. Wir könnten auch so viel Geld ausgeben. Das hätten wir. Aber ich meine, gut, können wir auch nur, weil wir zwei davon halt, weil wir 2, 3 Spiele super verkauft haben. Allein für Wanner und Rosenfelder haben wir halt 300 Mio bekommen, ne? Auch mal erwähnen vielleicht. So, erster Spieltag der Bundesliga steht vor der Tür. Können gleich nochmal, wir haben eine komplett, okay, haben wir irgendeinen von den Aussortierten in der Kaderplanung mit einbezogen? Also nicht von den Aussortierten, von diesen, die machen wir zu Geld mäßig. Ah, Charabi ist, weil der schnell zu verdienen. Ja, okay. Das ist halt, da können wir leider nichts machen, ne? Ist halt einfach so. Ne, Melo möchte ein bisschen mehr Geld, das kriegen wir hin. Zweimal Frustration. Möchte für bezahlt werden. Duka und Demir anscheinend. Duka und Demir. Ne, Melo können wir so machen. Das ist nicht das Ding. Sollte das schon geklärt sein, ne? Genau. Wer sind Freunde? Ich dachte schon, Hausine und Aminiakos, das wäre jetzt Premium gewesen. Nduka und Demir, was bekommt ihr beiden denn? Nduka kriegt 1-1. Ist nicht so bad. Demir 200k, okay, das lasse ich mir eingehen. Okay, können wir aber nicht, dann machen wir mal so einen ordentlichen Boost. Das ist jetzt das Schöne natürlich, wenn wir den Verein besitzen. Selbst wenn der Vertrag noch länger gültig ist, wir können das Grundgehalt ja ins Unendliche anheben, ohne den Vertrag verlängern zu müssen. Sagen wir mal, 750.000 ist not so bad. Und bei Nduka auch noch zu lang gültig. Da machen wir ja auch nochmal. Sonst sind wir bei 1,5 oder so. Yes. So, diese Saison läuft keiner aus, ne? Nee, keiner. Nächste Saison. Wer läuft die nächste Saison jetzt eigentlich noch aus? Oh Gott, der Hausinho. Schneckerl wäre noch wichtig. Yes, den verlängern wir direkt. Huch. Schneckerl wäre noch wichtig. Ja doch, das ist okay. Da können wir sogar die Klausel rausnehmen. Nee, müssen wir gar nicht machen mit dem Nationalspieler. Ganz ehrlich. Sonst ein Melo ist vielleicht nicht verkehrt, den noch zu verlängern. Anything allowed. Zakali. Hausino wäre halt jetzt sehr, sehr bitter, ne? Uiuiui. Machen wir so. Schiefer vielleicht noch.
Also das Schöne, irgendwie wollen alle noch verlängern. Ich weiß gar nicht warum. Stehe ich gar nicht. Why so serious? Atuolo weiß ich nicht. Schneckerl haben wir schon. Und die beiden warten wir auch nochmal ab. Hausinho ist halt der, ne? Uiuiui. Was hat er denn? Gehalt 2,5. Das ist aber auch bodenlos, ne? Ganz ehrlich. Wir heben mal ganz kurz das Gehalt hier ein ganzes Stück an. Der kann wirklich sein, dass es Richtung 10, 15 Mio Gehalt geht, wenn der verlängern will, ne? Irgendwer mehr als Hausinho? Ne, nicht mal an, ja. Das sind einige, aber sehr, sehr wenig haben wir jetzt durch die ganzen Jugendspieler, ne? Holy shit. Kann sein, dass wir diese Saison noch einiges machen müssen. So. Bevor wir jetzt in das Spiel gegen Hannover gehen. Oh, kurze Pause, bin gleich wieder da. Also wenn das nächste wollt oder so, oder euch mal den Text über den Save durchlesen wollt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. The. Sir, was ist los? Hey, nur noch mal Stuhl, Klaus, und ihr streamen willst, dann musst du auch mit den Leuten reden, ne? Einfach nur da liegen, ist alles schon ganz schön unhöflich. Aber gut. Ab geht's gegen Hannover. So ein Ding ist das. Hannover. Timo Horn mit der Glanzparade, super. Timo Horn bei Hannover, ja. Da seht ihr nochmal, jawohl. Kommt man noch eine Glanzparade? Ah, Dessauer. Ja, spielen wir es mal so weiter. Das ist ja super. Das ist ein super Start in die Bundesliga-Saison, wa? Also, besser hätte es nicht laufen können. Wir rennen die in die Bude ein, kriegen das Ding nicht rein und dann kriegt Dissau einen Platzverweis. 1-0 haben die Akkus, Vorlage Hausinho. Kann sich nicht ausdenken. Einfach mal weg, FM'd. Wie lange halt ist die Frage, ne? I'll tell you my dirty little secret. Eine sehr ereignisreiche Partie auf jeden Fall. Holy shit. Gelbe Karte nochmal. Jawohl, aber direkt ausgewechselt. Ja. Haben wir sie weg, FM, wa? Haben wir die Akkus mit dem einzigen und ersten Tor. Damit, ja, sind wir auf der 5. Doppeltorschützen sind Musiala und Moussa Diaby. Musiala, der vielleicht auch Richtung 10 gehen könnte, ne? Bin ich ehrlich. Dissau ist vom Sportgericht verurteilt. Mal gucken, was er kriegt. 5 Spiele. Nö. 5 Spiele akzeptieren wir nicht. 3 Spiele, okay. 5 sagen wir nö. Nee. Machen wir nicht. Das machen wir nicht. Xavi Simmons zu Manchester United für 101,5 Millionen. Die Engländer schallern raus. Marco John zu Genf. Kevin Lasagna zu Basel. Leicester verkauft an Tottenham und West Ham für 56 Mio. Anthony Patterson geht zu Schalke. Plattner zu Krasnodar. Cody zu Bielefeld. So der riesige Innenverteidiger, ne? Das ist nur 1,86. Irgendwie hatte ich immer im Kopf, dass der total groß ist. Okay, aber das ist der, ich denke, der von Wolves, glaube ich. Ich glaube Wolves. Vielleicht Watford, aber ich glaube Wolves. Alle verlängert. Sehr schön. Sportgericht bestätigt Urteil. Bodenlos. Bodenlos. So, damit läuft jetzt die Saison keiner aus. Nächste Saison. Hausinho halt vor allem, ne? Grotmark. Wäre vielleicht sinnvoll, den zu verlängern. Auch wenn der zweite ist, ne? Wobei wir das vielleicht auch draußen lassen. Können wir mal Option für ihn. Dann 1,5, ne? Ergänzungsspieler. Abfahrt. Atubolu, weiß ich wie gesagt nicht. Machinko würde ich jetzt auch verlängern tatsächlich. 9er Backup Striker. Kriegt eine Option, kriegt eine Auflaufprämie von mir aus. Schließlich auch mal einen ersten. Der kriegt keine Prämie, Digga. Der hat sowieso schon. Ist sehr zufrieden mit dem, was er kriegt. Also, wenn man eine Reserve spielst, so. Kriegt er, keine Ahnung, er kriegt eine Mio. So, zack. Die machen wir eh sowieso eher zu Geld.
Die anderen, ja, den 8er machen wir noch. Den Rest lassen wir mal so im Raum stehen. I'm bringing sexy back. Ergänzungsspiel ist ganz akkurat eigentlich. Kriegt 4 Jahre, bam. So. Dann haben wir die meisten, glaube ich, gebunden. Außer halt Hausinho, ne? So, Champions League auslosen. Wir sind Lostopf 1. Wichtig. Lostopf 1 ist wichtig. Wobei Tottenham hier drin, ne? Juve, Barcelona. Ach du Scheiße. Wir könnten literally Barcelona, Juve, Tottenham bekommen und das, obwohl wir Lostopf 1 sind. Welche Gruppe kriegen wir? Ich weiß auch nicht. Wo soll ich denn jetzt wissen, welche Gruppe wir bekommen? Gruppe E. So, wen wollen wir haben aus Lostopf 2? Am besten Salzburg, I guess, ne? Also, Lostopf 2 schon bodenlos, ne? Lostopf 2 ist genauso stark wie Lostopf 1 einfach. Ich hätte gerne Salzburg. Oder Porto. Bayern können wir sowieso nicht bekommen. Dortmund logischerweise auch nicht. Wer ist noch in Deutschland dabei? Dortmund, Bayern und Eintracht. So, Porto oder Salzburg, die Chance 50-50. Nee, Quatsch, 66%, weil Dortmund können wir nicht. Haben Porto. Not bad, not bad. Not bad. Natürlich wollen wir, dass die Deutschen auch leichte Gruppen bekommen, potenziell. Bayern und Dortmund haben mit Milan und Rom, glaube ich, machbare Gegner aus Lostopf 1. Aus dem Lostopf, Young Boys, Genk, Piraeus, vielleicht Glasgow. Monaco für Bayern machbar, aber auch nicht easy, ne? Roma und Monaco ist ein toughes Ding. Gruppe C, Real, Chelsea, Juventus. Da ist Piraeus weg. Also 50-50, Rangers oder Genk. Die Young Boys hätte ich auch noch genommen. Glasgow Rangers, das ist eine Euroleague-Gruppe, aber die ist nicht zu unterschätzen. Young Boys zu Dortmund, sehr, sehr schön. Sehr machbar und City bekommt einfach frei los, oder was? RB und Genk. So, Eintracht können wir nicht. Boah, Eintracht in Gruppe A, nicht easy. Absolut nicht easy. Euroleague ist, glaube ich, Ziel für die Eintrachter. Espanyol zu Bayern. Bayern hat eine machbare Gruppe, aber auch keine, die zu unterschätzen ist. Stade Rennes, Gruppe C ist bodenlos. Ich hätte gern Bodo Glimt. Oder vielleicht Kopenhagen oder Trabzonspor. Nicht Galatasaray. Kopenhagen nehmen wir. Porto, Glasgow, Kopenhagen, das ist eine Euroleague-Gruppe. Sei dir, wie es ist. Galatasaray zu Dortmund ist machbar, aber Galatasaray auch nicht zu unterschätzen. Dortmund könnte sich da auch verzocken, ne? Und City hat echt Freilos. City ist ja mal bodenlos. Salzburg, Genk und Bodo Glimt. Das ist frech. So, wir sind auf der 4, sind, ne? Oh, Spanier für 1, oha. Wir wollen Italien einholen. Guck mal, also müssen wir uns vielleicht, wenn wir mit Italien vergleichen. So, hier wird weiterhin neue Verträge unterschrieben. Sehr, sehr schön. Haben alle verlängert, denen wir Verträge angeboten haben. So, Dissau ist jetzt erstmal gesperrt. Dementsprechend wird Schiefer spielen. Also okay. Glück haben wir dann. Solides Backup. Tom Raab. Ich glaube, der ist Stefan, aber macht nichts. I got a feeling. Immer noch kein neuer Jugendspieler. Gibt's doch gar nicht. Und wir haben lange keinen aus dem Jugendcamp bekommen, ne? Müssen auch bald Coaches einstellen. Da müssen wir auch nochmal ein bisschen in die Tasche greifen zumindest. Weil in 88 Tagen 1, 2, 3, 4, 5, 5 Jugendcamps fertig werden. Ich glaube, langsam beginnen uns die coolen Coaches aus. Außer sind noch ein paar in Rente gegangen, die sich jetzt anbieten. Aber dann erwarte ich schon langsam, dass da mal bei, ich weiß nicht, dann haben wir 10 oder so, dass mal langsam was bei rumkommt, ne? Wir zahlen dann Heidengeld. Können tatsächlich gleich mal kurz reingucken.
wo die so ranken, ob die Jugendspieler in den jeweiligen Ländern noch am liebsten zu mir kommen. Aber, so wie ich das gesehen habe, macht es wirklich keinen Unterschied, in welcher Stadt wir das bauen. Das nur so am Rande. Vielleicht für... Jetzt habe ich natürlich genau schiefer gesagt, dass er eine Pause kriegt, ne? Ah, Digga. Komm, scheiß auf das Spiel. Dann ist er halt verwirrt und glücklich oder so. I don't know. So, gucken wir mal kurz die Jugendcamps. Yes, kommen alle am liebsten zu uns. Sehr schön. Worauf ich hinaus wollte, ich hatte es irgendwo, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar hier war, irgendwo, wo es hieß, hier die beliebtesten Spieler gehen sonst wohin. Aber halt, ne, nicht zu uns. So. Aber die waren nicht in unserer Stadt. Wenn ich meine Maus finde. Naja, First World Problems, zu viele Bildschirme für eine Maus und so, naja, kennen wir schon. Weird Flakes, I know. Beruhigen Sie sich, bitte nicht ausflippen. Mainz hat hier sogar ein Jugendcamp. Damn. Wo konkurrieren wir denn mit Bundesliga-Mannschaften? Mainz da drüben, Schalke hier. Also Mainz in Deutschland. Und wo ist denn Mainz? Wir sehen gar nicht, wo die haben, oder? Ne, sehen wir tatsächlich nicht. Was auch noch dazu darauf schließen würde, ne? wenn hier nicht mal angezeigt wird, wo die Jugendcamps haben, dass es egal ist, wo die sind, dass es wirklich national ist, mit denen die Spieler kommen lieber zu ihnen oder nicht. Wieso ist denn David Odonka eigentlich schon wieder Jugendtrainer? Der ist doch eigentlich Fitnesstrainer, Digga. Was ist denn das? So. Gut, dann gegen Augsburg. Schiefer, wie gesagt, wird ein bisschen verwirrt sein, aber gut, das muss er in Kauf nehmen, weil der halt, wie gesagt, ne? 97 Mio wert, alter Schwede. Weil der halt. Weil ich ihm gesagt habe, dass er sich ausruhen soll. Aus Versehen war das. So, 1-0 gegen Hannover. Hoffen wir mal, dass das gegen Augsburg ein bisschen souveräner wird. Ja, super. Berisha mit dem 1-0. Zweites Tor für Berisha. Joint auf jeden Fall Musiala und, weiß ich nicht, dem anderen mit zwei Buden. Hausinho macht den erstes. Luca mit der Vorlage. Let's go. Hausinho is off. Können wir vielleicht noch eins machen, Luki? Komm. Ja? Das ist ein Tor. Aber für wen? Ich glaube für Augsburg. Für uns. Schiefer. Macht eine Bude. Verwirrt, dass er spielen darf, aber wenigstens trifft er trotzdem. Also scheißegal, Digga. Okay, wir haben keinen Zentralen dabei tatsächlich. Machen wir so. Bisschen schade, aber gut. Come on. Ein drittes noch und dann ist der Sack zu. Also Senior Aminiakos wäre natürlich schön. Einer von beiden könnte auf zwei Tore hochgehen. Maybe. Come on. Ja? Nee? Na komm. Nee, soll nicht sein. Ein Torunterschied weiterhin, aber wir haben wieder gewonnen. Zweites Spiel, zweiter Sieg. Moussa Diaby war der andere auf zwei Buden. Der geht auf drei hoch. Auf zwei haben wir jetzt, noch 11 Spieler. Wir gehen jetzt nicht alle durch. Mukoko, Kingsley Coman, Gregoric und mehr. Neue Erfahrungsstufe für Aminiakos. Uiuiui. Verwirrt, aber glücklich, ja. I'm sorry for the Verwirrung. Aminiakos auf Stufe 3. Der geht jetzt auch steil. Neue Manager-Level. Bam, 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 bam. Länderspielpause, sehr schön. Mal sehen, wer Einsätze bekommt. Mal gucken, wie Lukis Quote ist, auch wie Aminiakos Quote ist. Das ist vielleicht interessant zu sehen. Für die Nationalmannschaft. Hausinho wird nicht ganz das ein Tor pro Spiel schaffen. Ich glaube, er hat schon.
Ich glaube, er hat schon drei Spiele weniger oder drei Spiele mehr als Tore. Von daher musst du schon ordentlich reinhauen, um das wieder auszugleichen. Marco Verratti. Wahrscheinlich Marco Verratti. Die Bendetto zu Mainz für 28 Mio. Andres Silva geht zu Benfica. Endlich ist er aus der Bundesliga raus. Hausino, wertvollster Spieler der Welt. Auf der neuen weltweit. Armin Jakos. Let's go. Und da kommt Luca auf der 37. Wenn es Schneckerl der vierte ist, dann... Nee, Bischof von Duca. Oh, Asamoah, ein Mittelfeldspieler. Ach, wieso denn nicht ein Torwart? Ist aber auch nur ein Siebener tatsächlich. Naja, ist nicht schlecht, aber ist tatsächlich auch nur ein 7er, ne? Schade. Fast. Könnten gucken, wo sind denn... Sehen wir jetzt nicht, wo, in welcher Jugend die waren? Nee, die waren angeblich bei uns. Ah, hallo. Oh, die zweite spielt unentschieden. Die zweite spielt unentschieden. Uff. Spiel des Monats. Ausinho? Ne, wahrscheinlich, wenn dann Armin Jakos. Oder vielleicht irgendwer in der zweiten. Armin Jakos macht 2 Buden, hat in 10 Spielen für Griechenland 8 Tore gemacht. Ja, der Charisteas kann sich in 8 nehmen, glaube ich. Who the fuck is Angel Charisteas? Ist Charisteas der Rekordtorschütze für Griechenland? Eine gute Frage, ne? Eine sehr gute Frage. Noma je. Müssen wir gleich mal nachschlagen. Das interessiert mich jetzt. Noma, ey. Greco kommt weg. Der ist leider schwierig. So. Lassen Sie mich die Suchmaschine anwerfen. Rekordtorschütze Griechenland. Anastopoulos mit 74, Anikelos Karisteas 88. Hä? Wieso? Wieso ist der auf 1, wenn er 74 hat, aber Karisteas hat 88? Weil er mehr Tore pro Spiel hat. Er hat die meisten Tore pro Spiel mit Abstand. Nee, er hat. Spiele hat er 74 und Karisteas 88, hat aber trotzdem mehr Tore. 29 Tore ist Rekordtorschütze für Griechenland. Das. Boah. Also das schafft Armin Jakos aber ganz, ganz locker, ne? Der hat jetzt in 10 Spielen schon 8. Das ist ein Schnitt von 0,8. Das heißt, er schafft das, weiß nicht, bis er 40 Spiele hat, hat er wahrscheinlich den Rekord schon eingestellt. Wild. Sehr, sehr wild. Aber sei ihm gegönnt, ne?